Hallo, grüßt euch. Meine Tour beginnt heute mal in den Spitzsteinschlüchten. Und wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann kommt mit. Diese Schlucht ist auch schon mal sehr interessant, die zu gehen, denn hier gibt es auch wieder schöne Felsen zu betrachten. Tja, meinen ersten Hang komme ich schon wieder mal außer Atem. Aber ich bin gleich in Form. Ist nur aus Wein eine gewisse Erwärmung. Genau, das ist jetzt erstmal der Knochenweg. Ich gehe jetzt erstmal hier am Fuße der Lorenzsteine vorbei. Die werde ich mir heute trotzdem nicht angucken. Ich denke mal, das ist viel Betrieb heute. Ich habe mir heute eigentlich mal vorgenommen, mal nicht so schwere Wege zu gehen. Eigentlich mal eine ganz normale Tour. Ich hoffe, dass es nicht so ausartet wieder. Ja, wieder mal ein schöner Blick zu dem großen Lorenzstein. Und ich sehe da auch schon wieder ein paar Kletterer. Da wird auch mal so eine steile Wand versuchen. Ja, ich gehe jetzt erstmal in Richtung Winterstein. Da werde ich vielleicht doch mal hochgehen heute. Das werde ich noch sehen, wenn ich davor stehe, damit ich wenigstens heute ein bisschen ein Highlight habe. Ach, hier kommt jetzt schon mein erstes Steighindernis. Hatte ich ja schon lange nicht einen Baum überqueren. Zack. So, da werden wir erstmal da hochsteigen. Jetzt hier mal so eine Leiter noch hoch. Und 3 Minuten später bin ich auch schon oben.
Aber es ist so eine kleine Höhle hier. Aber leider nicht natürlichen Ursprungs. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich werde jetzt erstmal wieder absteigen und weitergehen. So, der Abstecher, den habe ich geschafft. Und dann geht es jetzt gleich weiter zum nächsten Ziel. Ja, jetzt habe ich wieder mal einen kaputten Wald. Also hier weiß ich auf jeden Fall, vor 2 Jahren waren die Bäume noch nicht angefressen hier. Da war das ja alles noch in Ordnung. Ich denke mal, man kann das auch gut erkennen. Ein gewisser Holzpfeilerwald. Ja, ich weiß schon, dass das hier ein kleiner alpiner Aufstieg ist. Unter den Hang geht es jetzt noch mal hoch. Ja, so ein bisschen ins Schwitzen kommt man dabei schon. Es war ein bisschen eine glatte Wand hier, aber ging eigentlich gut. Ich sehe schon den Gipfel. Bin gleich oben. Und ich habe es jetzt gleich geschafft. Oh. Ja. Scheiße. Diese Scheißwurzeln jedes Mal nicht werden. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen zu mir kommen. Hiss mich erstmal um. Boah. Jetzt habe ich mal einen geraden Weg zum Abkühlen. Ja, von da drüben bin ich gerade her, da war nämlich jetzt der Winterstein. Da sehe ich nämlich doch die Leute oben laufen. Wieder mal eine coole Kulisse hier, wo ich hier gerade durchgehe. Wer weiß, ob ich hier überhaupt noch mal lang gehen kann. Ich denke mal beim nächsten Sturm hier, da liegt ja alles quer und räumen tut das hier sowieso keiner. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen auf den Goldsteigweg und dann biege ich in die Richterschlüchte ab. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier diese Richterschlüchte runter. Für mich ist das jetzt irgendwie ein Rätsel. Wir sind nämlich vorhin gerade Radfahrer lang gefahren. Ich weiß nicht, wie die diese Felsen darunter gekommen sind. Keine Ahnung.
Die müssen wahrscheinlich drüber geschwebt sein. Und dann waren das auch noch Elektrofahrräder. Die sind noch nicht gerade besonders leicht. Gut, den Bergpfad darf man nehmen. Aber wie gesagt, ist in dem Fall dann eine Sackgasse. Bis jetzt ist ja der Weg noch ziemlich gemütlich. Da der Weg eine Sackgasse ist, denke ich mal, dass auch mir nicht so viele Leute hier entgegenkommen. Ich denke mal, das tut sich keiner an. Ja, der Pfad ist doch schon ganz schön urig hier. Ist halt die blanke Wildnis. Ich müsste jetzt gleich an der Weberkotte sein. Ja, das ist ja nun diese sogenannte Weberkotte hier. Na gut, das Teil habe ich jetzt erstmal gesehen. Da gehe ich dann wieder zurück.